Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Liga-Rennen bzw. zu einem neuen Video. Dieses Mal sind wir in Monza gefahren, also auch wieder in Italien. In der Liga 11, die übrigens bald enden wird. Ich glaube in 4-5 Rennen. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann auch schon ab ins Qualifying. So, jetzt fange ich hier gleich meine erste Hotlap an. Es hat geregnet. Ich musste sogar auf den Wets raus. Mein Teamkollege hatte mir, glaube ich, letzte Runde Windschatten gegeben. In der ersten habe ich mich verbremst. Jetzt meine Hotlap unkommentiert. Viel Spaß damit. Das war meine Hotlap, bin die übrigens auf mittlerer Traktionskontrolle gefahren. Auf dem Wets, manche sind noch auf den Inters gefahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Rennen. Ich konnte meine Reifen okay aufwärmen, ungefähr 80 Grad, nicht das Beste. Aber naja, ich bin mit meinem Teamkollegen, glaube ich, als einzigste mit noch zwei Leuten auf dem Mediums gestartet. Und jetzt geht's dann auch schon gleich rein ins Rennen. Ich bin übrigens mit der Quali-Runde 9. gewonnen. Hätte besser gehen können, war aber Regen. Und ich hatte ein Trockensetup drin. Und jetzt geht's los. Ich bin das Rennen übrigens auch mit mittlerer Traktionskontrolle gefahren. Sonst war erst Quali immer ohne Traktionskontrolle. Aber da es Regen war, bin ich mitgefahren. So, die erste Kurve ist immer ganz schwierig. Deswegen bremse ich hier richtig früh. Verbremse mich. Und Tobi steht hier fast. Und ich fahre mir meinen Flügel ab. Das war einfach meine Schuld. Mann, erste Runde und der Flügel ist ab. Und ich darf jetzt schön gucken, dass ich mit meinen Mediums und mit meinem kaputten Flügel in die Box gurke diese Runde lang. Und muss gucken, was ich mache. IRC Julian wurde von der Session disqualifiziert. Und Chef schlägt mir schon eine neue Strategie vor. Übrigens RIP an Chef, da es dann im neuen Spiel nicht mehr geben wird. Ich habe einfach mal seine Strategie gekopiert und muss hier natürlich per Platz machen an Dukinix. Und hier Harry Lex. Der dreht sich da auch. Richtig chaotisch jetzt schon. Achtung, immer noch gelbe Flagge. Erster Sektor jetzt aber wieder weg. Jetzt wieder da. Jetzt wieder weg. Ich glaube, der Mercedes da hinten auf der Karte, der hat sich da ständig weggespinnt. Hier, ne? Also, da kann ich ja nicht anders fahren. Und jetzt fahre ich auch schon in die Box. Ja. Ich weiß gar nicht. Mein Plan war, glaube ich, erstmal einfach auf die Softs zu gehen. Viele kommen da auch in die Box. Also wirklich viele. Das ist von mir aus. Sehen kommen fast alle rein. Die hinten sind zum Beispiel André, der auch im ersten Rennen ultra stark war. Der kann da auch gar nichts mehr machen, weil er wirklich Pech hat. Ich meine, ich hatte bisher jetzt auch nicht wirklich viel Glück, aber auf jeden Fall habe ich schon mal gute Punkte heimgeholt im Allgemeinen.
Und jetzt habe ich einen 22 Sekunden Abstand. So Jojo und kann endlich diese Kurve mal ganz normal nehmen. So, und Stace gibt hier auf. Stace gibt hier aus. Stace ist auf der aus der Session ausgeschieden. Ausgeschieden. Virtuelle Safety Car gibt es. Ich habe mittlerweile schon eine Verwarnung. Konnte einigermaßen gut aufholen. Also es ging natürlich Abstand immer noch sehr, sehr weit. Ja, und Stace ist tatsächlich den F. Leider habe ich nicht gesehen, wo, weil ich ja, wie gesagt, sehr, sehr weit weg bin. Wegen meinem Boxes-Sop, dem Flügel. Aber an sich konnte ich die Strecke eigentlich ganz gut, auch von der Pace her. Aber das mit dem Flügelschaden hat mir halt gekostet. Aber ich meine, ich habe mir halt gedacht, okay, wird halt eine kleine Last-to-Top-10-Challenge, sage ich mal. Weil ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich will ja nicht spoilern. Genau, und jetzt erst mal abwarten bis zum Ende des virtuellen Safe. Ah, da ist es doch schon zu Ende. Einfach lost bin ich. Hier halt einfach gucken, virtuelles Delta gut behalten. Nicht denselben Fehler wie letztes Mal machen in Cheddar. Wer will, kann sich das Video angucken. War mein letztes Video. Teamkollege ist übrigens, war der 11. Und ich meine, es sind ja eh schon ein paar Leute ausgeschieden. Deswegen, Punkte waren natürlich auch voraussichtlich vorhersehbar. Weil nicht, dass er jetzt denkt, ich bin irgendwie dumm und es gibt ja eigentlich nur ab dem 10. Platz Punkte. Klar gibt es das in echt nur so, aber die Liga hat sich entschieden, halt ein eigenes Punktesystem zu machen. Deswegen gibt es schon ab dem 15. Platz ein paar Punkte, nicht viele, aber ein paar. Und genau. Und ich fahre hier ganz normal meine Runden, bis hier harte Tomate ausgeschieden ist. Und es gibt ein Safety Car. Und das Ganze gibt mir natürlich auch noch einen Platz, das ist sehr, sehr gut. Harte Tomate ist da direkt Anfang Sektor 2 DNF. Vorhin bei dem McLaren, der DNF ist, war ich ja auch lost auf der Karte, hätte ich es eigentlich sehen können, dass der da DNF ist. Da steht harte Tomate, der hat sich wahrscheinlich weggespinnt, den Reifen verloren, wieder hingespinnt. Und da habe ich mir so gedacht, okay, Boxenstopp, alles super. Gehe ich rein, halt aber wegen dem Safety Car und eventuell kann ich ja dann auf Mediums und dann zum Schluss auf die Softs oder halt, wenn ich es dann schaffe, auf den Mediums durchfahren. Wird aber schwierig werden, weil Mediums durchfahren immer so eine Sache ist. Da muss man das Reifenmanagement wirklich göttlich drauf haben, vor allem wegen der neuen Regel in der IRC, dass man maximal 75% Reifen Prozente haben darf, weil bei einem Reifenschaden die Lobby halt sonst abstürzt. Ist halt immer noch ein Gamebug. Ja, und hier fahre ich jetzt an die Box, genauso wie recht viele andere. Pac-Man hat eine Durchfahrtsstrafe, sehe ich gerade, wahrscheinlich vom virtuellen Safety Car. Also da hat der Glück, dass jetzt ein richtiges Safety Car kommt. Manche fahren aber auch, glaube ich, einfach weiter. Zum Beispiel Heiliger Heinz, genau. Pac-Man stoppt auch. Ja, und jetzt geht es erstmal darum, Safety Car aufholen und dann den Restart gut hinbekommen. So, jetzt hier der Safety Car Restart in Runde 7. Ich habe meine Reifen einigermaßen auf Temperatur behalten können. 100% ERS Benzin war sowieso genug da. Der Restart hier ist ein bisschen uneindeutig. Jetzt geben die so ein bisschen Gas. Jetzt ziehen sie fast davon. Und ja, jetzt Bremsteile geheimt hier wieder. Jetzt geht's irgendwie los. Da jetzt doch nicht. Eigentlich sollte man ja nur einmal beschleunigen. Einmal komplett und hier hätte ich fast alle Geheimnisse überholt, also ist noch ein bisschen hin, aber jetzt darf ich ja auch überholen, ERS an und jetzt wieder die erste Kurve, die ganz, ganz schwierige, wo es auch immer zur Sache geht. So, und jetzt hier ein bisschen zurückhalten, dass hier auch ja nichts passiert, nicht schon wieder denselben Fehler machen. Bin hier so, so langsam und hier mache ich mir fast ein Jojo den Flügel ab, weil es einfach so, so langsam war. Und da bin ich halt aus Versehen ein bisschen dran gedötzt. Ist ja aber ein weiteres, also ist nicht so schlimm. So, und jetzt hier, ich versuche irgendwas gegen Jojo zu machen. Wir sind auf den gleichen Reifen. Senfi drückt halt auch von hinten. Und hier, jetzt wird's eng. Und ich krieg Wheel Spin und mein Flügel ist schon wieder ab. Und ich drehe mich komplett weg. Mein Flügel ist schon wieder ab. Ich habe Wheel Spin bekommen. Es ist wirklich unfassbar. Der zweite Flügel im Rennen ist ab und ich muss die Strategie schon wieder ändern. Ich habe das halt jetzt einfach gemacht, was Jeff gesagt hat. Einfach auf den harten durchfahren. Ja, und jetzt ist das Rennen sozusagen fast schon für mich gelaufen. Pac-Man hat komischerweise immer noch die Durchfahrtsstrafe. Frage mich auch, was da los ist. Wunschloser ist gerade 12. Jojo 13. Pac-Man 15.
Lukinix 16, ne, der ist auch in der Mir, obwohl der eigentlich immer stark war. Das Qualifying hat auch ein bisschen was durcheinander gemischt. Ja, und hier habe ich es wieder ganz, ganz schwer mit einem Flügelschaden, weil der Flügelschaden in diesem Spiel ist ja so unfassbar schwierig zu managen, wenn man mit einem fährt, was in echt nicht so ist. Aber naja, jetzt muss ich erstmal wieder in die Box und werde natürlich nach hinten wieder durchgereicht. War aber komplett meine Schuld. Ich wollte da ein bisschen zu viel beim Exit. Trotz mittlerer Traktionskontrolle habe ich da Willspin bekommen. Da war ich einfach ein bisschen zu krass auf dem Gas. Ja, und, aber wunschlos ist auch in der Box. Und ja, wie gesagt, ich wechsle jetzt meine Reifen auf die harten Reifen. Und lasse mir einen Flügel dran bauen. Und zack, geht's raus aus der Box. Vor hinter Pac-Man, weil der hatte ja die Durchfahrt drauf, deswegen fährt er einfach durch. So. Box ist Sublimiter weg und er fährt hier extrem langsam beim Exit. Ich weiß nicht, da musste ich schon fast runterbremsen oder muss ich runterbremsen, so. Und jetzt hier! Der Flügel ist schon wieder ab. Also, naja. Da war ich wirklich extrem lost, ne? Würde ich sagen, ist auch meine Schuld. Da hätte ich nach links ziehen können, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Aber hier, ja. Was soll ich machen? Der Flügel ist halt schon wieder ab. Also das Rennen ist wirklich ein Horrorwochenende. Die fahre ich auch einfach über die Curbs und lasse Pac-Man vorbei. Ja, und das mache ich halt einfach Jeff-Strategie. Soft, soft. Was soll ich machen? Ich meine, ich stelle hier gefühlt einen neuen Boxenstopp-Rekord auf. Jede Runde ein neuer Flügel. So, in Runde 10 bin ich an Dukinix dran. Das DRS wurde freigegeben. ERS habe ich auch. Und jetzt hier muss ich links rüberziehen. Hier kann ich locker überholen, habe ich Überschuss und ich bin dann mittlerweile auf den Softs. Deswegen geht es auch fit und habe mir dieses Mal zum Glück keinen Flügelschaden geholt. Und hier in Runde 12 ist Samfi vor mir DNF. Ich habe das zwar nicht mitbekommen, aber er ist auf jeden Fall DNF. Gab kein Safety Car und ich habe mittlerweile die schnellste Runde. Wird er wahrscheinlich nicht so lange anhalten. Und hier hole ich mir auch mal auf ganz entspannt noch 3 Sekunden. Ach, besser könnte es nicht laufen wegen den Track Limits. Ja, die Kurve, ne? Nicht so meine anscheinend. Und hier ganz kurze Zeit danach. Daxpo ist ausgeschieden, mein Teamkollege. Wir waren noch im Talk, hat sich sehr, sehr aufgeregt darüber. Er hat sich, glaube ich, weggespinnt. Ja, und jetzt, war meine Entscheidung von der Strategie her, ob ich natürlich bei der bleibe oder nicht. Es ist Runde 13 von 27, wie man ja sehr leicht erkennen kann. Und genau, einfach ans Zelte halten und jetzt ist halt meine Chance wieder ein bisschen aufzuholen, wenigstens. So, und jetzt habe ich hier Delta und jetzt gehe ich in die Box. Im Nachhinein war das die dümmste Entscheidung, die ich getroffen habe. Im ganzen Rennen, meiner ganzen IRC-Karriere, wenn man das so nennen kann. Weil jetzt gehe ich halt auf die Mediums, um dann halt da durchzufahren. Pass mal auf, was gleich passiert. Ich fahre jetzt hier aus der Box. Lukinix geht auch in die Box. Nee, das ist nicht der Red Bull, so. Und jetzt werde ich von den ersten beiden überrundet. Was bedeutet das? Ich kann nicht zurück überrunden. Ich bleib hinter denen stecken, muss beim Restart alle überholen lassen. Somit hatte ich keine Chance mehr, es ist so spät und also schon im Rennen. Und ja, somit war das Rennen komplett gelaufen. So, und jetzt hier beim Restart, ich lifte. Also zumindest hat es mir jemand im Stream gesagt, dass man halt liften soll und alle vorbeilassen soll. Und eigentlich darf man auch nur einmal zurück überrunden, aber da ich mir die Regeln vor dem Rennen nicht durchgelesen habe, also nicht nochmal, ja, habe ich halt trotzdem, ich glaube, Schäber gefightet. Aber bisher wurde noch nichts eingereicht. Also solange da nichts eingereicht wird, denke ich mir, wird es anscheinend schon gepasst haben. Unschlüssel musste vorher noch in die Box wegen einer Durchfahrtsstrafe und Heiliger Hans ist DNF anscheinend. Ja, und jetzt haben die mich und Dukinix alle überrundet, aber trotzdem bin ich in den Punkten, solange ich nicht ausscheide. Ja, da es eben schon ab dem 15. Platz Punkte gibt und bis zum 14. schon alle DNF sind, beziehungsweise, ja, ich glaube schon, bis zum 14. bin ich mir aber gerade nicht so ganz sicher. Ja, und jetzt gab es eigentlich fast eh nur noch ein paar Überrundungsfights mit
Sheva und Jojo, es war aber nicht allzu spannend, weil ich musste die dann eh wieder zurücklassen und so. Deswegen zeige ich euch das nicht. Naja. So, und ich zeige euch die Fights eigentlich auch nur nicht, weil sie auch lame waren, weil ich eben geghostet bin. Und hier Harry Lex, man hat ihn links gesehen, ist ausgeschieden und es gibt schon wieder ein Safety Car in Runde 18. So, jetzt gibt es den Restart von dem Safety Car. Ist natürlich auch nicht viel anders, so, ne? Ich brauche hier gar nicht versuchen, schnell zu sein, weil ich muss eh dann alle vorbeilüften lassen. Aber hier auch schon wieder wäre ein sehr, sehr unvorhersehbarer Restart gewesen. Jetzt habe ich hier alle vorbeigelassen. So, Kinix ist sogar vor mir. Ja, da geht's auch zur Sache hier, obwohl sie geghostet sind. Eben bei mir eben. Ja, mein Deutsch ist schon wieder kaputt. Aber auf jeden Fall konnte ich da eh nichts anrichten. Ja, und das war natürlich auch schon der Restart. Ich war aber an Lukinix dran. Das ist natürlich auch wichtig, dass ich da vielleicht trotzdem noch 10. werde, um einigermaßen okayes Ergebnis einzufahren. Auch wenn es natürlich alles ein bisschen blöd ist, wegen vom Spiel her. Das ist halt einfach nicht zurückrunden lässt, aber was will man machen? Hoffentlich wird es im nächsten Spiel besser. Da habe ich hier wieder blaue Flaggen. Aber ich wollte natürlich auch mal irgendwann an Phoenix hier vorbei. Hier wird es jetzt auch mal Zeit. Bin ich jetzt schon vorbei. Und genau. Das war es auch schon von der Szene. So, und das war es auch gleich schon mit dem Rennen, da ich überrundet bin. War es das jetzt schon für mich in der Runde, so eine Runde früher. Ja, und sehr, sehr deprimierend, wenn man sieht, wie es ausgegangen ist. Aber man kann trotzdem mitleben, weil eben so viele ausgeschieden sind, dass ich 10. bin. Hat mir schon ordentlich dort trotzdem noch Punkte gebracht. Und ja, das mit der Runde habe ich halt, wie gesagt, nicht gezeigt, weil es einfach low war, weil ich eben geghostet war. Hoffentlich sieht das jemand von der Rennleitung hier, denn ich bin wieder illegal unterwegs gewesen. Ja, fürs nächste Mal weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Selbst wenn ich reported werde, dann ist es halt so. Dann habe ich es verdient. Aber auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal von dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Rennen, dann in Bahrain. Hoffentlich wird es da besser. Und genau, ich werde auch hoffentlich mehr üben. Hoffentlich Zeit haben. Ja, und dann, ciao.